Wenn, ach so, wenn hier beim ME die Disketten irgendwann orange werden, ist es kritisch. Das heißt, sie sind fast voll. Ja, wenn die dann rot werden, sind sie voll. Mhm. So, jetzt bauen wir die aber da unten erst einmal was hinne. Hinne. Und zwar eine provisorische kleine Plattform. Denn wir bauen jetzt hier deine Erzversorgung hin. Vor allem, wenn du willst, kann man auch mal ein Timelapse-Video aufnehmen und da bauen wir deine Insel unten so zu einer richtigen Insel mit Cleanstone und da drauf dann den Baum. Beziehungsweise erst den Baum, wenn wir sehen, wie weit der nach unten geht, ja. Könnte der sogar die Maschinen kaputt machen. Richtige Wurzeln hier unten geschlagen. Ganz ehrlich, ich baue mir jetzt bei dir ein Builder's Wand. Ich brauche 2 Sticks und ein Deer. Da hast du ja von mir genug Deerblöcke gekriegt. Mhm. So. Ich wollte gerade sagen, Aufnahme ist aus. Aufnahme ist an. So, ja, zum Glück. Jo, das müsste reichen. Wir bauen es über Eck. So, aber ich weiß, was ich dir jetzt noch mache. Was? Ach nee, warte mal, da muss ich noch mehr herstellen. Hm. Ich wollte dir so ein Wireless Terminal machen, was ich auch habe, womit ich auf meiner Insel zugreifen kann, aufs ME. Aber die Ressourcen dazu hast du nicht. Weil bei dir immer nur Kies durchging. Hm. So. Ab geht da auf die Compressed-Sachen, würde ich mal sagen. Du brauchst Stahl. Stahl stellst du her, indem du ein Blast für uns hast. Den hast du nicht. Oder ein Alloy-Smelter. Den hast du auch nicht. Aber der ist ganz leicht herzustellen. Ich brauche 3 Öfen. Ich brauche ein Crucible. Ich brauche ein... Ach, das hast du auch nicht. Gold. Ich gebe dir aber einen Tipp. Ja. Ich habe bei mir keine Erzblöcke drin. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, ob das 2 unterschiedliche Items sind dann. Okay. Je nachdem, was du für richtig hältst, entweder Erzblöcke oder normale Erzbarren machen. Ich schätze Erz oder Blöcke? Bleibt ganz dir überlassen. So, da hast du die Maschine. Und jetzt muss Kohle klein gemacht werden. Du brauchst noch eine Segmel. Ach, stimmt, ja, die habe ich auch nicht. Hast du nicht? Habe ich nicht. Hier, Flint. Du hast kein Flint. Normalerweise nur 3 Stück, aber die kannst du mit Kies herstellen. Einfach 3 oder 4 Kies ins Craftingfeld legen. Ich hab doch hier 11. Ach so, dann schmeiß ins ME rein. Es ist im ME. Okay, dann hab ich's nicht gesehen. Jetzt, warum fehlt mir das so? Da ist das Segmel. Wo ist das Kabel? Das geht da lang. Energiekabel. Da, das sind vor allem, das sind schon die 2 besten Energiekabel, die du von mir geschenkt gekriegt hast.
Läuft. Ja, wie gesagt. So, ich brauche ein Stack Kohleblöcke. Ich mache deine Kohleblöcke jetzt klein. Nicht die Kohle. Doch, dann kannst du nämlich angeben. Ach so. Ja, ja, okay. Dann. Na, guck mal, du hast jetzt schon 3,4k Kohle da drin. Jetzt sind es 4k Kohleblöcke, Kohle-Dinger, du weißt schon. So, dann stellen wir davon gleich nochmal 1, 2 her, die wir hier reinhauen. Ich hoffe, das geht. Nein. Da müssen die Verbesserten her. Das ist aber kein Problem. Doch. Doch. Ja, dir fehlt ein Erz dazu. Und zwar das Energetic Alloy. Egal, das kriegt man auch so hin. Maschine aus, das rein, das rein. So, ich. Nee, da hast du bloß noch eins. Shit. Du musst unbedingt noch ein paar Ender-IO-Maschinen bauen. Ja, das. Aber ich. Mal gucken, wie viel ich davon noch hab. Erstmal hier gucken. Alter, ich schenke jetzt 2 Oktantkapazität an. Oh. Die gehen ab. Ich schwitze Katze gleich bei deiner Maschine. Dann brauche ich die nicht mal verbinden. Okay. Na, guck mal hier rein in die Segmel. Und frupp. Die haut jetzt durch. Das gleiche da drüben auch nochmal rein. Das geht aber schnell, ne? Ja, das ist durch die Kapazitäter. Die haben halt Speed und Energiestorage. Ich brauche aber nur 64 Coal Powder, damit ich Stahl herstellen kann. Wobei ich glaube, wir brauchen sogar noch mehr. Compressed. Denn die Kompressor brauchen nur Eisen. Okay. Wie viel Eisen Kompressor brauchst du? Ich gucke jetzt bei mir kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Krieg ich mal hin. Stück brauchst du davon. Das heißt, du brauchst 9 mal 4, 9, 18, 36 Crafting Tables. Hier haben wir schon mal 16. Sind 32. Gut, ey, dein Huhn, ne? Der Tyrox. Der wirft mir immer Eier ins Inventar. Yep. 32, 33, 34, 35, 36. Und Melvin? Ja. Was ist? 3, 6, 7. Was habe ich gesagt? Wie viele Kompressoren brauchst du? Ich merke mir das halt auch nicht wirklich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Warum habe ich 12 Stück hergestellt? Keine Ahnung. Egal. Für irgendwas werden wir die noch brauchen können. Ja. Komm, auf der Map sieht man, sieht es aus, als hätte ich hier auf meiner Insel eine Berglandschaft mit Schnee. Tatsache. Ja. Cobblestone Generator, werden wir jetzt schnell ohne welche bauen hier. Was? Keine Eimer. Warum? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Hast du eine Wasserquelle, eine unendliche? Unendliche? Nee.
rum. Dann mach dir mal bitte eine. Ja. Das wirst du halt alles brauchen. Ja. Und endlich Wasser. Jetzt sag mir nicht, du hattest dort Eimer. Hm? Jetzt sag mir nicht, du hattest hier irgendwo Eimer. So Clay-Eimer. Ach so, ja gut. Und davor nur einen. Du hast hier im ME 4 Eiseneimer. Warte. Jetzt hast du 4 Stück drin. Jetzt habe ich wieder eins zu viel hergestellt, egal. Es ich weiß gar nicht, wo ich die aufbauen soll. Die unendliche Wasserquelle kannst du unterirdisch aufbauen. Unterirdisch? Ja. Hier unten oder was? Mach dir da mal ein Stück Plattform. Weil hier will ich ja die Maschinen hinbauen, die Sieves und alles. Mhm. Kannst du aber hier hinten an der Ecke machen. Okay. Und hier, ja, das geht. Ich wollte auf den Cobblestone Generator Tier 3 gehen bei dir. Und davon brauche ich 2 Stück. 1, 2. Damals, ich brauche dann deine Ranch. Und ich brauche Itemleitung. Davon hast du nur noch eine. Dazu brauchst du Conduitbinder. Conduitbinder machst du aus Clay, Gravel und Sand. Und du hast nur Gravel. Ach, Melvin. Ja. Melvin. Tut mir leid. Was brauche ich für einen Compressed Hammerer? Stahl. Und einen Compressed Hammer. Kannst du mal einen Compressed Diamond Hammer herstellen? Diamond Hammer, ja. Okay. Ein Compressed, bitte. Ja, ja. Okay. Das kannst du auch im ME machen. Hm? Da sind die ganzen Tiers drin. Du brauchst das Rezept bloß unten ins Crafting-Feld einmal reinlegen und dann mit Shift und rechts oder links klick immer rausholen, bis du nur ein Stück hast. Ach so. Und du kannst auch bei Jai an der Seite zum Beispiel die jetzt... Nee. So und jetzt Shift und rechts klick. Bis du 9 Stück im Inventar hast. Und jetzt gibst du bitte mal unten in der Suchleiste ein Compressed, also COMP reicht aus. Die Hammer bitte alle ins ME schmeißen. Die Hammer? Ja, alle da rein. Ja. Das sind auch 5. Dafür braucht man weniger. Du brauchst wieder. Warte, Sticks kann. Machst du so hier. Guckst ins ME rein. Mhm. So, da hast du die Sticks. Und pass mal auf, ich mache jetzt gar nichts. Das Rezept kommt von ganz alleine rein. Hast du es gesehen? Mhm. Weißt du, wie du das machst? Nee. Du hast jetzt das ME offen, dann hast du unten die Suchleiste von Jai, da gibst du bitte ein COMP und dann tut sich rechts an der Seite alles so umändern, dass du halt nur Sachen mit Comp im Wort hast. Dann siehst du ganz oben die Compressed Diamond Hammer. Ja? Mhm. Da einmal rechtsklick drauf, dann siehst du das Rezept. Kann ich dann da einen... Moment. Jetzt, wenn du das Rezept siehst, drückst du Shift und auf das Plus. Okay. Hallo. COMP. Compressed Hammer mit Rechtsklick anklicken. Warte mal, Rechtsklick. Jetzt, ja,
Nee. Ja. Linksklick. So, oh, bin ich. Ey, ich bin heute. Das, ja. Ja, gut, dann wird mir das Rezept angezeigt. Genau, jetzt. Und dann auf das Plus. Shift und auf das Plus klicken. Ah. So, jetzt musst du allerdings den einen beschädigten Hammer kurz austauschen. Und so craftet man heutzutage. Oh. Das geht viel schneller, als alles einzeln ins Inventar zu legen. So, und der kann da rein. Dann brauche ich zwei davon. Okay, okay. Und da fehlt mir jetzt nur noch der Stahl, den wir hier haben. Und jetzt hast du schon mal deinen ersten Compressed Hammer an. Das heißt, wir können schon einmal Dings herstellen. Sand. Das kann erst einmal da rein. Diese Itemleitung brauchen wir dann gleich. Das kann. Stopp. Die dürfen nicht da rein. Ich gehe kurz Itemleitung holen. Mhm. Ja, dir fehlen halt noch die Maschinen bzw. die Pflanzen dazu. Wie viel Itemleitung habe ich? 183. Da kriegst du mal einen Stack von mir. So und so. Und ich brauche einmal einen Tier 3 Dings. Das machen wir hier an die Seite. Insert, Extract. Extract, Insert. Dann einmal ganz kurz Strom hier unten lang. So. So. Und jetzt geht der Hammerer schon mal los. Und jetzt brauchen wir noch eine Kiste. Du hattest doch hier. Ach, die steht noch hier. Setzen wir die dahin. Deine Branch ist hier. Extract, Insert. So, jetzt kriegst du hier auf jeden Fall erstmal Compressed Kies rein, normalen Kies. Und den können wir dann austauschen. Du hast nämlich noch Double Compressed Cobblestone. Läuft. Mhm. Irgendwo hattest du doch noch Compressed Kies, oder? Nee. Compressed Kies? Nee. Sand braucht man. Heißt, einmal das da rein. Gut, dann müssen wir das mit der Hand nachlegen. Auf jeden Fall kriegst du jetzt erst einmal Sand gehämmert. Compressed Cobblestone, den brauchen wir nicht. Ja, und den lassen wir dann durchsprennen, denn ich Volltrottel habe deinen ganzen Sand durch. Nee, warte mal. Meinen ganzen. Nee, du hast doch hier auch Compressed Sand. MME? Ja. Ja. Der wird jetzt kleiner. Warum? Warum mache ich das dann überhaupt? Keine Ahnung. Ich brauche aber Clay. Clay. Ja. Du hast okay. Bestimmt keine automatische Clay-Maschine. Was? Nee. Kein Clay. Dann kann ich das hier sogar erst einmal abbauen. Dann wird das hier nämlich erst einmal gar nicht gebraucht. Okay. Das rein. Der Gravel wird normal gemacht. Das brauchen wir dann später. Wo sind die ganzen? Da. Das. Und das. Und das.
dann kann das auch erst einmal da rein wieder. Das weg, das weg, das weg. Das muss nicht umsonst da bleiben. Dann brauche ich... Scheiße, ich habe vergessen, die Maschine auszustellen. Schlimm. Naja, du hast jetzt 48 Printed Basic Prozessoren. Okay. Die sind fürs ME. Ist aber auch nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Dann brauchen wir jetzt weiter Stahl. Ja. Dann kann ich unten aber schon mal anfangen aufzubauen. Die drei Teile. Dann drei Kompressoren. Hier kommt die Hämmer hin. So, so, so. So, so, so. So, dann kommen wieder Kompressoren. Das ist jetzt, ich weiß, dass ich bei Sky 2.0 bei dem Projekt das über Eck hatte. Da war es aber übereinander. Bei hier baue ich das nebeneinander. Wobei es übereinander auch gehen würde. Dann hier, ja, ich werde das übereinander bauen bei dir. So. So und so. Da verbrauchen wir nicht allzu viel Leitung. Einmal ausschalten. Und 16 Eisen dazu und anschalten. So, dann ja, abwarten. Wir brauchen dann auch noch Sieves. Und zwar kann ich davon schon mal welche herstellen. 1, 2, 3. Es sei denn, du willst das dann später so haben wie ich, dass du Iron, Flint und Deer Mesh hast, dann braucht man natürlich ein paar mehr. Für dich würde sich aber ein Iron Mesh dann am ehesten erst einmal machen, da kriegst du alles raus. Ich habe ein Flint Mesh, String Mesh, Iron Mesh, Diamond Mesh. Ja, na, ich habe bei mir doch unten insgesamt 9 Sieves. 3 Flint, 3 Eisen und 3 Deer Meshes drin. Dass ich halt alles draus kriege. Achso. So, dann nochmal 16 Eisen. Und das, ich hoffe, wir haben noch Holz im ME. Ja, bitte, was ist noch drin? Gut, ich brauche nämlich viel. Ja, ich brauche ganz viel Compressed Hammer. Ich... Zur Not kann ich dir auch Holz von mir bringen. Ich habe auch mehr als genug. Okay. So, dann... Ey, dieser beschädigte Hammer, der kotzt mich an. Den hau ich jetzt ins Void. Den brauchst du sowieso nicht mehr wirklich dann. Eins, zwei, drei, vier,
5 Compressed Hammer, das ist gut. Und wieder ein Ei bekomme. Ich töte Tyrox gleich. Nein. Ich kann ihn auch woanders aufhängen. Hey, das ist der Magnet, den ich hab. Oh, Mann. Yep, ist in, im ME drin, die Leine. Mhm. So, die ersten 3 Compressed Hammerer hast du. So, jetzt muss ich gucken. Hier oben. Cobblestone Compressed, Cobblestone gehämmert, Compressed Keys. Hier kommt dann das Ding her. Nein, nein. Oh,